Wirke, wie du willst. Ey, du Honk, du bist ja voll die Pfeife. Tut das gut? Nein, tut es nicht. Wenn du Feedback geben willst, dann mach es bitte nach folgendem Schema. So verletzt du den anderen nämlich nicht und ihr könnt in ein wertschätzendes und gutes und freundliches Gespräch gehen und euch weiter lieb haben. Und als Goodie obendrauf wirst du vielleicht sogar eine Veränderung oder eine Änderung in seinem Verhalten gewinnen. Ich bin Yvonne Barg, ich bin Schauspielerin und Trainerin und Vortragsrednerin für Körpersprache. Du kennst mich vielleicht aus dem Fernsehen. Weißt du noch woher? Schreib's mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. Jetzt aber zu dem Schema, mit dem ich in meinen Coachings und Seminaren so gute Erfahrungen gemacht habe. Es muss dir natürlich ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen. Also du musst üben. Aber das lernst du bei mir ganz schnell. Das Wichtigste ist, dass du immer in der Ich-Form sprichst. Also in der Du, also ich. Also von dir selber. Denn du kannst nicht alles wissen. Und es ist ja nur deine persönliche Meinung, was du sagst. Erstens, versichere dich, ob der andere auch wirklich Feedback möchte. Möchtest du Feedback? Ja. Möchtest du wirklich Feedback? Ja, klar. Wirklich? Klar. Feedback? Ja. Ja, natürlich, nicht so übertrieben. Aber ich weiß, wovon ich spreche. Regelmäßig fragen mich die Leute nach Feedback zu ihrem Auftreten, wenn es ein Vortrag war oder und ihrer Wirkung. Und ich frage dann, möchtest du wirklich, dass ich dir Feedback gebe? Die sagen dann, ja klar, und ey, bitte, gnadenlos ehrlich, ja, sonst bringt's ja nichts. Ich gebe dann das Feedback, beispielsweise mit deinen schnellen Bewegungen strahlst du eine unglaubliche Lebendigkeit aus. Mir persönlich ist das manchmal sogar ein bisschen zu viel und zu groß. Also für mich wäre es jetzt besser, wenn du ruhiger gestikulieren würdest. Und dann sagt der andere, der ja unbedingt Feedback wollte, ja, aber, boah, diese Ja-Abere, die habe ich so gefressen. Feedback nimmt man kommentarlos an. Zweitens, beginne das Feedback in der, ja klar, Ich-Form. Ich fand gut, mir hat gut gefallen. Drittens, jetzt darfst du deine Kritik anführen, aber auch nur wieder in der Ich-Form. Also, für meinen Geschmack war das, ich persönlich finde. Und dann darfst du deine Wünsche äußern. Ich würde mir für das nächste Mal wünschen, dass mir würde es helfen, wenn, für mich wäre es gut, wenn. Präg dir das wirklich ein. Welche Erfahrung hast du damit gemacht, wenn du anderen Feedback gegeben hast? Schreib es mir doch hier unten in die Kommentare und hilf unserer Community. So können wir uns gegenseitig helfen. Hast du übrigens schon Abo? Kanal? Glocke? Ja, du weißt schon. Wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, der dieses Video unbedingt sehen sollte, dann schick's ihm per WhatsApp. Lasst uns die Kommunikationswelt ein wenig wertschätzender machen, liebe Freunde der Wirkung. Wenn du noch mehr über Wirkung und Körpersprache wissen willst und wie du sie im Alltag oder Business einsetzen kannst, hol dir meinen Online-Kurs Souverän auftreten mit 23 knackigen Videos, die es in sich haben. Ich begleite dich da über ein paar Wochen und du kannst alles sofort umsetzen. Den Link habe ich dir hier unten in die Beschreibung gepackt. Wenn du mich mal live sehen willst oder mich für einen Vortrag buchen, dann schreib mir eine Mail an office@yvonnebarg.de. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst, deine Yvonne de Barg.